Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es mal kein Dutch Oven Gericht. Nein, heute koche ich einen Gemüsefond, einen Gemüsegrundfond. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeig's euch. Für unseren Gemüsefond brauchen wir Sellerie, 3 Stück. Ungefähr 5-6 Stangen Porree. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer ins Rezept. Das findet ihr als PDF-Datei unter der Videobeschreibung zum Ausdrucken. Also wie gesagt, 5-6 Porree-Stangen, eine Pastinake, 4 Petersilienwurzeln, 4 Gemüsezwiebeln, ungefähr 1 Kilogramm Möhren. Das sind so glaube ich 8 Stück. Hängt also von der Größe ab. Also 1 Kilo sollte es schon sein. Wir brauchen großen, bunt, glatte Petersilie. Salz und braunen Zucker und Öl zum Andünsten. Natürlich ein scharfes Messer, ein Turniermesser, ein Himmelchen und ein Kochmesser. Die putzen wir, das heißt, die schälen wir und würfeln die ungefähr in walnussgroße Stücke, die Sellerie. Das gleiche machen wir mit der Pastinake, die wird geschält. Ich mag es nicht, die Schale drin. Manche sagen, da ist Geschmack drin, stimmt auch, aber ich mag es einfach vom Kopf her nicht. Die Petersilienwurzeln werden geschält und grob klein geschnitten. Das gleiche passiert mit der Zwiebel, wobei hier die Pelle dran, die Haut dran gelassen wird, weil die gibt hinterher eine schöne Farbe. Auch die Möhren werden geputzt und grob gewürfelt, ungefähr in 3x3 cm große Stücke. Die Petersilie lasse ich so, wie sie ist. Die wird nur ein bisschen klein geschnitten und ich würde sagen, jetzt geht's los. Gleich sehen wir uns am Topf wieder. So, in unseren Topf kommt ein bisschen gutes Olivenöl. Nicht allzu viel. Das lassen wir jetzt heiß werden. Da hinein kommen unsere Sellerie. Normalerweise würde man jetzt hergehen und das gesamte Hartwurzelgemüse reinpacken, um es anzuspitzen. Dafür ist mir der Topf aber zu klein. Dann kann ich es mir nicht mehr vernünftig umrühren. So, wir schwitzen das Ganze an. Nicht anbraten. Ich will keine Röstaromen haben, sondern wirklich nur anspitzen. Warum packen wir nicht alles zusammen in einen Topf und schütten dann Wasser drauf? Ganz einfach. Mit Wasser kriege ich 100 Grad hin und ich möchte die Röstaromen rauskitzeln. Und hiermit, ohne Wasser, komme ich weit über 100 Grad und ich kann das Ganze schön glasig werden lassen. Und somit hole ich die richtig schönen Aromen raus. Geröstet werden soll es nicht, denn ich will ja keine Röstaromen in meinem Gemüsesud haben. Denn ich möchte ja eine Grundfond haben. Ne? Deshalb also immer schön umrühren, damit nichts ansetzt. So, auf unser Sellerie kommt ein bisschen Salz. Das zieht ein bisschen Wasser. Und somit kriege ich auch mehr Röstaromen raus. Aromen raus. Röstaromen will ich ja gar nicht haben. Ein bisschen Zucker auch. Das zieht ebenfalls Wasser. Und verrührt. So, jetzt seht ihr, wie schön der Sellerie glänzt. Das ist ein Zeichen für mich, dass ich soweit bin. Das Anschwitzen reicht und das Ganze kommt raus. So, wieder ein bisschen Öl rein. Unsere Petersilienwurzel kommen rein. Die Pastinake. Und die Möhren. Wieder ein bisschen Salz, um die Feuchtigkeit so ein bisschen rauszuziehen. Und auch ein bisschen Zucker. Das schwitzen wir jetzt schön an, genauso wie gerade. Und wenn das auch wieder schön glänzt, dann sind wir auch soweit. So, auch das Gemüse hat schön Glanz bekommen, wie ihr seht. Das kommt jetzt raus.
Und der Lauch. Oder Bowl, wie man auch immer sagt. Da schwitzen wir jetzt mit an. Auch hier wieder ein bisschen Salz drauf. Oder noch ein bisschen. Und ein bisschen Zucker. Das Ganze ein bisschen vermengen. Dann auch schön anspitzen. Wenn der Topf jetzt ein bisschen größer gewesen wäre, hätte man zuerst das Wurzelgemüse angeschwitzt auf einmal und hinterher das weichere Gemüse dazu und ebenfalls mit angeschwitzt. Jetzt ist der Topf zwar schon 17 Liter groß, hat aber nur einen Bodendurchmesser von 28, ein klassischer Gemüsetopf, so dass ich es bei der Menge nacheinander machen muss, dieses Anschwitzen halt. So, reicht mir das? Die Sellerie kommt zurück. Das restliche Wurzelgemüse ebenfalls. Unsere Petersilie kommt hinzu. Zack, oben drauf. Und nun wird das Ganze nur noch mit heißem Wasser aufgefüllt. Und das sind jetzt 9 Liter Wasser, die ich dazu gekippt habe. Ein bisschen runterdrücken. Da kommt jetzt nur noch der Deckel drauf. Das Gesamte lassen wir mindestens 2 Stunden, besser noch länger, kochen. Köcheln besser gesagt. Und dann sehen wir weiter. Also ich lasse es, denke ich, so um die 3 Stunden. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Und warten. Das war eigentlich der größte Teil der Arbeit. 3 Stunden sind rum. Ich denke, das reicht. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was bei dem ganzen Dampf. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So, was habe ich für zusätzliche Equipment? Ein Topf, so eine Art Durchschlagsieb. Und da rein kommt ein Tuch. Das ist ein Trockentuch. Nur tut euch selbst einen Gefallen, nehmt keins aus dem Schrank, das vorher in der normalen Wäsche war, das normal mitgewaschen wurde mit Waschpulver oder mit Weichspüler. Das ist extra gekocht worden, ohne Spülmittel, ohne Weichspüler, so dass es neutral auch riecht. Denn sonst gibt es einen eigenartigen Geschmack. Ich trenne jetzt die Flüssigkeit von den festen Bestandteilen. Leute, sieht das geil aus. Das mache ich zu Anfang mit der Kelle. Ganz einfach, weil mir der Topf zu schwer ist. Da sind jetzt ungefähr 15 Kilo drin. Und die will ich nicht außer Hand kippen. Also die ersten Liter mit der Kelle schön trennen. Und wenn ich das alles gemacht habe, den Rest kippe ich natürlich von Hand mit dem Topf da rein, dann hole ich euch wieder dazu. So sieht nun unser Fond aus, nach 3 Stunden Kochzeit. Ich habe mal ein bisschen ins Glas gekippt. Das ist natürlich jetzt trüb von den Schwebstoffen des Gemüses. Das macht aber nichts. Für eine normale Soße oder für eine normale Suppe reicht das allemal. Wenn einer eine klare Gemüsebrühe haben will, muss den Fond noch klären, meinetwegen mit Eiklar, mit Eiweiß. Mir reicht das aber. Mal probieren, wie er schmeckt. Alter Schwede. Wahnsinn. Wahnsinn.
Richtig gut. Das koche ich jetzt einmal auf, fülle es in Gläsern und dann wird es eingekocht. Einmal aufgekocht hat es, das reicht. Und jetzt kommt es in die Gläser. Unser Gemüsefond, unser Gemüsegrundfond. Noch ein bisschen. Ich denke, das reicht. Die Deckel kommen drauf. Diese Dichtungen haben kein PVC. Denn das möchte ich nicht an meinem Essen haben. Und einmal auf den Kopf stellen. Heiß, heiß, heiß. So. Und das mache ich jetzt mit dem Rest auch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist der pure Gemüsegeschmack. 18 Gläser selbstgemachten Gemüsefond, knappe 8 Liter, die wandern jetzt in den Einkaufautomaten. So, mittlerweile sind die Gläser umgezogen in meinen Einkaufautomaten. Das ist nichts Besonderes, ist nur ein elektrischer Topf. Ich werde den Inhalt auf 100 Grad erhitzen und dann ungefähr für 60 Minuten sterilisieren. Nach diesen 60 Minuten wird der Gemüsefond, ich würde sagen, mindestens 1,5-2 Jahre haltbar sein. Aber da habe ich gar keine Sorge, so alt wird er nicht bei mir. Jetzt kommt noch der Deckel drauf, damit ich die Temperatur schneller erreiche. Wie ich die Gläser raushole, brauche ich euch nicht zu zeigen. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Das war richtig klasse. Der Geschmack war gut, es war rund, es schmeckte richtig voll nach Gemüse. Und das bei diesen wenigen Zutaten. Es waren ja gerade mal Möhren, Sellerie, Pastinaken, Petersilienwurzeln, bisschen Zwiebeln, bisschen Lauch, wenig Salz, wenig Zucker. Alles das gab eine runde, ehrliche Sache. Deutlich besser als gekaufter Fond. Und ich weiß, was hier drin ist, abgesehen vom Preisvorteil. Aber das war gar nicht der Hauptgrund, denn pro Glas habe ich hier 2,50 Euro gespart. Aber im Wesentlichen, ich weiß, was drin ist und er schmeckt besser. Warum habe ich den Gemüsegrundfond genannt? Ganz einfach. Ich habe keinen Knoblauch drin, ich habe keine Kräuter wie Thymian oder andere drin, weil ich das für verschiedene Gerichte benötige. So mit dieser glatten Petersilie und dem Wurzelgemüse passt dieser Grundfond, dieser Gemüsefond zu allem. Zu Suppen, zu Soßen, zu verschiedensten Gerichten. Darauf kam es mir an. Denn Knoblauch und andere Kräuter kann ich ja später immer noch dazu tun. Ich bin richtig geflasht, wie einfach es war. Zugegebenermaßen zeitlich hat es schon ein bisschen was gedauert. Aber das Ergebnis lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. In dem Sinne, euer Christian. Glück auf, bis zum nächsten Mal.